Willkommen zurück bei The Legend of Zelda The Minish Cap. Wir sind im Waldschrein, haben erst eben unseren Blasebalg gefunden und machen uns weiter auf den Weg, die vier Elemente zu finden, um das Master Sword zu, ja, wie sagt man, herzustellen. Und Zelda zu retten. Also, Link, du hässlicher kleine Bonsen. So. Mach dich mal nützlich. So. Zack. Dann kommen wir auch gleich an das Herz heran. Das finde ich sehr gut. Wisst ihr, woran die litten? Ja, mal gucken, Blutverlust. Ha! 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 Okay, okay, ich bin ja schon ruhig. So. Zack. Ich bin extra hier nochmal langgelaufen, weil... Zack. Gibt es überall Kisten. Also versteckte Kisten, ja. Ja, wer hätte gedacht. So, geh nochmal runter. Da ist eine Truhe. Zack. Zack. Und das machen wir auf. Der Kompass. Der Helfer für Arme. Bäm! Okay, das wusste ich nicht, dass es funktioniert. Gut, damit hätten wir schon mal... Ja, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Ja, geh mir nicht auf die Nüsse. Sei brav. Sei brave Element-Dingens, Kirchen. Ja. So. Dann war hier der Boss. Dann gehen wir hier runter. Oh! Cool. Okay, geil. Dann haben wir gleich schon 5 Herzen. Oh, geil. Ich meine natürlich, wenn wir hier durch sind. Dann gehen wir hier runter. Ach, hier ist das. Zack. Zack. Mehr Muscheln. Muscheln. Ich will Muscheln. Ich will... Warte mal. So. Jeder wundert sich jetzt, warum ich da noch nicht reingehe. Nee, da gar nicht rein. Da muss ich lang. Jawohl. So. Denn da komme ich gar nicht. Weißt du was? Oder? Mache ich das? Nee, ich werde das nachher garantiert vergessen. Geh weg, du schleimiges Stück Scheiße! So. Ah! Oh Gott! Überall diese Viecher! Ist das eklig? So. Okay. So. Warte mal. So. Dann müssen wir nämlich nachher lang. Glaube ich jedenfalls. Ja genau, wir brauchen erstmal den großen Schlüssel. The Big Boss. Okay. Ja. Und damit hätten wir schon unseren vierten Herz. Dingens. Erfolg. Ja. Irgendwie sowas in der Art. Okay, dann rollen wir mal. Und ich roll wie ein Eber. Ich. Na. Sanne so schmarren. So. So. Und. Platsch. Und komm ran hier. Teeblatt. So ein Pech. Und bei diesem Transportel kommen wir hier nicht weiter. Ja, am besten wäre noch so ein Paddel, ne? So, jetzt mache ich erstmal Mega Blast. Blau, gelb, Feuer! Ach, kacke, ich habe gar keinen Schlüssel. Wieso habe ich keinen Schlüssel? Kriege ich jeden Schlüssel? Keine Ahnung. Nein, nein, Junge, Junge! So, jetzt mach eine. So, das ist ganz einfach. Das ist das einfachste Rätsel ever. Ja. Wer hätte gedacht, dass man jetzt so einen komischen Krug darauf schmeißen muss? Vor allem schmeißen, ne? Das ist total unnötig, aber okay. Ich habe hier so immer lang dran festgehalten, weil ich nicht wusste, wie das funktioniert hier.
Aber ich finde es irgendwie komisch, was fasziniert. Ich glaube, das ist die kleine Dinge, ne? Ja. Warum sind so vier Flammen? An so einer Göbbelkiste, sage ich jetzt einfach mal, dran. Ich verstehe es nicht. Nein, ich bin gerade nicht ertrunken. Wer denkt, wer hat sowas denn gesehen? Ja, ihr habt ja schon Halluzinationen, ey. Piu, piu, piu. Ja, fahrt mal das schön ins Wasser. Könnt ihr da ein bisschen rumschleimen. Und jetzt kommt's. Das findet er geil, das findet der Pilz so geil. So. Soweit? Nee, doch nicht. Zack. Zack. Wahaha. Jetzt kommt aufs Auge an. Ja, das ist alles Auge. So. Okay, Auge. Okay. Wer hätte gedacht? Hat's gefunden. Ich hab's gefunden. Aha. So, und jetzt kriegen wir den Master Bitch Portal. So. Dann kommen wir gleich zum ersten Boss. Na, wer pisst sich schon vor Angst in die Hose? Ich mach's. So, 20 Rubine nochmal einstecken. Und dann auf. Los jetzt! Bewegt dich, Link! Meine Fresse! Bist du langsam! Hallo, ich glaube, ich springe erstmal rauf. Die sind ja auch so grün wie ich. Hier ist bestimmt meine Familie drin. Hallo, ist da jemand? Und jetzt? Jemand läuft die Nase, Alter. Geht. Und wie machen wir den jetzt? Ist der schnell, Alter? Wieso ist der so schnell? So, wir müssen nämlich ihm... Ja, ich sag jetzt mal nicht den Fuß, aber den Stümmel da, wo er drauf steht, den müssen wir sechs auf wegsaugen, damit er aus dem Gleichgewicht kommt. Weil wenn unten dünner ist als oben, ist die Gefahr größer, dass wenn Wind dagegen kommt, weil so eine Schleims, die bewegen sich ja, als ziemlich... Also sie wackeln ja hin und her, seht ihr jetzt da? Einfach nur wegen der Größe. Das ist einfach, das hat einfach mit dem Gleichgewicht zu tun. Ihr wisst ja, größere Masse zieht die kleinere Masse an. Das ist Schwerkraft. Deswegen, Erdkern, beziehungsweise die Erde zieht ja Menschen an. So ist es in diesem Sinne auch. Der Boden zieht den da an. So. Tja. Einfach nur zu diesem Boss. Und die kleine, es ist wie mit einem Baum. Oder... Sagen wir mal wie mit einem Lolli. Ihr kennt doch alle diese Lutscher. So eine Kugel, einfach nur so eine runden. Die fallen ja auch mit einem breiten Ende nach unten. Oder mit da, wo der Lutscher eigentlich dran ist, damit fällt er runter, weil er einfach schwerer ist. Oh ja, und der Stiel das so nicht tragen kann. Jetzt geh weg, du Schlampe! So. Und so ist es bei diesem Boss hier gedacht. So. Das Ganze hin und her machen wir dreimal. Ich hoffe dreimal. Ja, muss eigentlich dreimal sein. So, ja. Der dürfte platzen. Okay, ich hab's leider verkackt. So, wenn man ganz dumm ist, dann muss man das halt viermal machen, ja. Zack, so jetzt aber. Aber der hat auch Augenringe, ne? Seht ihr das? Ey, der ist bestimmt Tag und Nacht damit beschäftigt, uns zu jagen. Na? So. Und das war's für diesen Boss. Für den ersten. Für den Waldschrein. Irgendwie sieht es so aus, als wenn er das mit seinen Mittelfingern hochhält. Seht ihr das? Er
Erdelement erhalten. Das Erdelement enthält die Kraft der Erde, die Quelle allen Seins. Ist klar. Herzcontainer erhalten, ein Herz mehr und wieder voll Energie. Da seht ihr, 5 Herzcontainer einfach so nach dem ersten Schrein. Gut, das Erdelement haben wir. Erzähl mir nun dem Ältesten davon. Jo. Ach ja. Lalalala. Den Priester brauchen wir nicht ansprechen, der ist nicht der Älteste hier. Da. Lalalala. Endlich raus hier, Mann. Das wird doch Zeit. Nein, ich hab keine Ahnung. Ah! Ihr habt das Erdelement gefunden. Du bist noch jung, aber deine Kraft und dein Mut sind beachtlich. Mach's weiter so und such das nächste Element beim Gongolberg. Im Gongolberg liegt ein Mann namens Melter. Unter dem Minish ist nur er in der Lage, das Schwert neu zu schmieden. Er wird das verbrochene Schwert der Minish für euch reparieren. Ich werde ihn benachrichtigen. Passt auf euch auf. Mach! Ne, alter Mann! Geht dort entlang. Das ist eine Abkürzung durch den Wald. Der Älteste ist eine große Hilfe. Nun dann, bring uns doch gleich zum Gongolberg. Ich fühle mich wie so ein Taxi. Jeder besteigt mich und zahlt dafür, ey. Ne, nicht zahlt dafür. Geschlechtskrankheit. Von denen kriegen wir Bomben, glaube ich, ne? Hallo. Grüne Kleidung und eine komische Mütze. Bist du vielleicht der Mensch, Tobias, der das Erdelement gefunden hat? Ist also wahr. Ich habe schon von dir gehört. Ich bin Heureta, der Itemerfinder. Ich erforsche alle möglichen Werkzeuge. Du findest keinen Weg zur Stadt, weil alle Wege versperrt sind. Ich gebe dir etwas Feines, das dir bestimmt weiterhelfen wird. I got bombs! Bombentasche halten! Und 10 Bomben gratis dazu. Räume damit alles mögliche aus dem Weg. Danke, Heureta. See you later, Heureta. Oh Mann. Gut. Träger der heiligen Macht, des Windes Flügel mögen nun auch dich tragen. Was war das denn? Es ist explodiert! Hm? Kindchen, guck mal da! Auf dem Boden ist dieses merkwürdige Mal. Was könnte es bedeuten? Ich habe leider selbst keine Ahnung. Sehr rätselhaft. Na ja, gut. I got bombs. Yay! So. Warte mal, kann ich da auch hin? Nee, ne? Da muss ich nachher schwimmen. Denn ihr seht, ihr wisst ja noch, kleine Pfütze heißt Fluss für Minish, ja. Oder See. Eine Muschel. So. Meins. So, was gibt's hier Schönes? Gehen wir da mal rein. Zack. Vielleicht kriegen wir auch noch was geschenkt. Sieh doch, dieses Fragment hast du schon also eins schon mal gesehen? Was? Du weißt nicht, was Fragmente sind? Dann find es erstmal heraus. Verpiss dich, du Schlampe! Ja, ist ja gut. Wir wissen, was wir zu tun haben. Wir müssen in die Stadt. Ups, falscher Knopf. Scheiße, Bombe verballert, okay. Na gut, das passiert mal. Vor allem passiert mir das immer. Hier seht ihr. Das können wir auch mal aus dem Weg kommen. Zack. Yay, 2 Muscheln sogar, den auch noch. Einfach nur wegen der Synchronität. Ja. So. Dann gehen wir doch gleich mal hier lang. Südliche Ebene von Hyrule. Oder Hyrule. Ja. Wie es manche so gern haben. So. So. Aber auf in die Stadt. Stadt Hyrule. What's going on here? Oh my god, it's a pedophile. Hallo mein Freund, komm ruhig näher, sammle Glück so viel du kannst. Der Glücksverwerke zum Beispiel. Passen die Fragmente geschieht etwas Tolles. Unser kostenloses Angebot, Glücksbeutel zum Sammeln von Fragmenten. Einmalige Gelegenheit. Ja, ja, ein Glücksbeutel für dich. Kinder bekommen heute einen umsonst. Oh ja, warum wohl? Du bekommst auch rein. Glücksbeutel erhalten! In ihm kannst du Glücksfragmente transportieren. Drücke Start und schau dir den Inhalt im Startmenü an. Ja! Und ich sag doch pädophil, kein Wort dazu, ne?
fügt man zwei Glücksfragmente zu einem Glückssiegel zusammen, nennt man das Fragment vereinen. Es heißt, sind zwei Fragmente vereint, kommt das Glück herbeigeeilt. Ich habe ein Fragment in deinen Glücksbeutel gelegt. Lass es uns gleich ausprobieren. Siehst du jemanden wie mich? Kannst du mit ihm Fragmente... Was ist das für ein ekliger, pädophiler Scheißdreck, Alter? Kannst du mit ihm Fragmente vereinen? Drücke dafür L. Drücke Steuerkreuz, um ein Fragment zu wählen. Und dann A zum Fragmente vereinen. Hast du das verstanden? Ich soll L drücken, um dich anzumachen. Mit Steuerkreuz soll ich wählen, wie ich es dir besorge. Und mit A mache ich es dir dann? Eklig. Klar. Drücke L, wenn du vor mir stehst. Und dann heißt es... Fragmente vereinen. Nanu, was ist passiert? Drücke L, um Fragmente zu vereinen. So. Genau. Drückst du L, erscheint das Menü Fragmente vereinen. Herr Glücksbeutel. Wie man so ein kleines Kinderspiel so pervers machen kann, ne? Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Oh, geil. Dann machen wir uns gleich mal auf den Weg hin. Ich weiß, glaube ich, wo das ist. Ist aber vielleicht nochmal auf der Karte angezeigt, ne? Ja, das ist bei Onkel Alberich. So ist es richtig. Jetzt passiert uns beiden, wie lange das gut ist. Tschüss. Also, man muss es nur anders voll. Verdammt, warum drücke ich mal B, Mann? So, den Platz können wir doch gleich mal vom Staub befreien. So, dann passiert uns auch was Gutes. So. Zurück. So. Ja. Genau so. Gut. Da seht ihr schon mal einen Holzstumpfstamm in uns Kirchen. Da wird nachher ein Tingel drauf sitzen. Und ein Herzteil erhalten. Fuck yeah. Okay. Nun gut, was können wir jetzt erledigen? Was können wir jetzt erledigen? Oh yeah. Geh weg. So. Hier wird nachher auch was sein. Wir sollen zum Gongolberg. Aber vorher gehen wir noch unten rein, weil ich es kann. So. Zack. Boom. Finn! Du hast eine Fee gefunden, sie gibt dir neue Energie. Oh, ich habe keine Dinger. Ich habe keine Dinger. Das bezweifle ich aber sehr, dass ich keine Dinger. So, machen wir schon mal die Weg frei. Okay, auf zum Berg Melta. Melten, gar nicht. Gongolberg, so. Was es damit auf sich hatte, das wüsste ich nachher auch gerne. Hey, ich bin der Flaggemüfiger und alle für die Stadt. Okay. Ich möchte ein Buch ausleihen, aber die Bücherei ist schon noch geschlossen. Na, ich bin halt, ich kann warten. Gut, da wir keine anderen Glücksfragmente haben. Das ist gefällig, auch wenn du ein schweres Schild hast. Ich kann doch nicht ein Kind, das nicht fechten kann, rauslassen. Alles klar. Unterschwellige Botschaft erhalten. Ist ein Anti-Pio. Nein, wir müssen zum Kampfmeister. Wem das nichts sagt, wir werden es gleich herausfinden. Ja, ich bin Magnus, der Meister des Schwertkurs von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Ja, bitte. Aber schrei mich nicht mehr an. Zunächst zeige ich dir die wichtigste Grundtechnik, die Wirbelattacke. Erstens, halte den mit dem Schwert gedrückt. Warte, bis das Schwert aufgeladen ist. Lass den Knopf los, dann ist es vollbracht. Hast du es verstanden? Ja, bitte schrei nicht mehr. Ausgezeichnet! Du lernst schnell! Doch schwettet nicht irgendwas, muss man mit dem eigenen Körper lernen. Ich mache deinen Körper zur Marionette und lass dich die Technik ausführen. Nun also, die Marionettentechnik von Meister Magnus. Sehe und staune. 1, 2, 3. Marionetten nun sein mal. So, nun versuche es selbst. Knopf gedrückt halten, bis das Schwert aufgeladen ist und dann loslassen. Ich wollte jetzt gerade eine Bombe legen. Hervorragend, du hast Talent. Ich
überreiche dir feierlich diese Schriftrolle Schwertkunst. Falls du ein Schwerttechnik vergessen solltest, kannst du dort nachsehen. Du kannst dich jederzeit im Statusmenü ansehen. Du hast die Wimbledon gelernt. Eine Technik von Meister Markus. Markus. Ja, ich nenne ihn jetzt Markus. Hat mir Markus beigebracht. So. Hier sehen wir eine Schriftrolle. Ich glaube, es gibt 9 Stück oder so. Keine Ahnung. Ich bin nicht Jesus. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. So. Lala. La 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 la. Lass mich durch. Ja, du hast mich überzeugt. Es sind viele Ungeheuer unterwegs, also sei vorsichtig. Ich glaube, er hätte vorher noch was gesagt, aber ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. So, lass uns mal runter. Ah. Warte mal. Habt ihr die Wand da gesehen? Ja, Legend of Zelda ist schon so ein Tricky Game. Und rein da. So. La, 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 la. Ich bin hier unten, du. Fuck! Das war meine letzte Bombe. Scheiße! Bin auch doof. Bam. Tut mir leid wegen der Nuss. Ich verkaufe dir auch eine Flasche für 20 Rubine. Daran kannst du alles mögliche transportieren. Ich bin sicher, ohne sie wirst du den Kongo-Becken nicht besteigen können. Da hat er recht. Kaufen? Ja, bitte. Brauchen wir. Für diese mit verschiedenen Dingen. Milch zu verkaufen! Milch zu verkaufen! Gehen wir hier lang? Ja! Das funktioniert so, wie ich das will. Aber oben sind 20 Rubine. Die nehme ich mit. Zack. Da ist noch eine Bombe. Scheiße. Warte, ich glaube, kann ich hier so... Ich mache mich erstmal auf Bombensuche. Blaue Rubine. Aua. Du hast Wasser in die Flasche gefüllt. Ja, tricky Teil, du. Da wäre doch niemand drauf gekommen. Ich brauche ein paar Bomben, Junge. Keine Muscheln. Hallo? Warum sind da keine Bomben? Ich würde ganz gerne diese eine Dings aufmachen. Diese eine Höhle da, die er war. Die würde ich ganz gerne aufmachen. Sehr gerne sogar. Alter, gib mir Bomben. Ich will mich extra welche kaufen müssen. Jetzt läuft die Zeit davon, Schlampe. Oh. Alter Schwede. Ich mache jetzt noch die Steine kaputt, aber dann gehe ich auf Bombenjagd, höre ich dann auf und gehe zum Händler und hole mir da den Bomben. Der Deko-Händler unten nämlich, der gibt mir Bomben. Und da unten war auch eine Höhle. Die habe ich vorhin schon gesehen, aber da kommen wir noch nicht hin, weil wir diesen Scheiß... Warte mal, das muss auch... Weil wir den Steiner nicht zurückschießen holen können, irgendwie so. So, deswegen... Achso, geht schon. Ich habe nichts mehr zu kaufen. Was? Du hast sonst immer noch Bomben. Und jetzt? Ja, jetzt muss Tobi warten, bis er endlich mal eine scheiß Bombe gefunden hat. Fickt euch alle! Fickt euch einfach alle! Ich hasse euch alle und ich muss euch da leider mit reinziehen, denn es gibt keine andere Wahl. Ich glaube, ich werde offscreen einfach weitersuchen. Das dauert uns lange nicht. Außerdem ist der Part eh vorbei! Denn... Das kann ich einfach so sagen. Wir sehen uns im nächsten Part von Final... Wahrscheinlich so Final Fantasy. Wo bin ich denn drin? Also. Bis dann. Ciao.